sie haben schwerste Depressionen. Ich mache eigentlich eine Arbeit, für die ich nicht geschaffen bin. Ich will, dass sie nicht mehr das tun, was andere sagen. Denn ich will, dass sie nackt durch ihren Ort laufen und es interessiert sie überhaupt nicht, was die anderen sagen. Er ist Polizist aus Leidenschaft, liebt seinen Beruf und das Adrenalin, wenn er im Dienst ist. Doch dann steigt Tommy Meyerhöfer aus, um etwas Neues zu wagen und scheitert grandios. Hat er einen Fehler gemacht? Willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Tommy, schön, dass du hier bist. Markus. Du warst Polizist mit Haut und Haaren, so komplette Leidenschaft. Was für ein Typus Polizist warst du denn? Immer einer, der vorne drin ist oder der vorne drin war. Da, wo es geknallt hat, da war es ich. Und du hast dir das gesucht oder wie ist das gekommen? Naja, also ich habe seinerzeit immer gebetet, dass mich Jesus dahin führt, wo Straftaten begangen werden und dass ich dann die verhindern kann. Ohne Witz. Ja? Ja. Also okay. Vor dem Dienst, vor dem Nachtdienst oder so, habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt bring mich dahin, wo es knallt und dann, dass ich helfen kann. Du bist dann als Polizist auch zu einer besonderen Einheit gekommen. Was genau hat dich da hingebracht und was hast du da gemacht? Diese Einheit, die hieß Beweis- und Dokumentationsruf. Das klingt stinkweilig, so typisch Beamtendeutsch, ne? Beweis- und Dokumentationsruf. Aber das waren Jungs, seinerzeit waren nur Männer bei der Polizei, das waren Jungs, die hatten einen silbernen Koffer und darin war eine fette Kamera. Und ich als Kreativer, der schon immer fotografiert hat, wollte auch so eine Kamera. Und das Coole war, dass diese Jungs landesweit Baden-Württemberg gerufen wurden zu Großereignissen, zu Straftaten und die mussten immer vor Ort sein. Und, du wolltest an vorderster Front sein, jo, also genau. Kamera und los. Kamera und los. Und wie hast du das verarbeitet? Ich meine, wenn du an einem Tatort bist, dann bist du quasi einer der Ersten, der sieht, was da für ein Verbrechen war. Du siehst das Blut, du siehst die Opfer. Wie hast du das verarbeiten können, dieses ganze Verbrechen in seinen schrecklichen Facetten zu sehen? Das hat mir nie was ausgemacht, muss ich echt sagen. Also das war für mich nicht schlimm, außer wenn man den Bogen in die Familie schlagen konnte. Ich war in einem Einsatz dabei, da hieß es, da lief eine Frau auf der Straße rum und schrie wirres Zeug und wir fuhren dahin. Und wir gingen in die Wohnung rein und da lag ein Kind mit mehreren Messerstichen ermordet im Bett. Und das war dann schon sehr schwer, das auszuhalten und auch die Nähe mit dem Teleobjektiv ranzugehen. Aber ich habe das immer weggeschaltet innerlich. Ne? Weil du so hinter der Linse standest. Genau, das war für mich ein Schutz. Deine Auftrag, ne? Ja, das war für mich ein Schutz. Du hast gesagt, wenn du den Bogen zur Familie gespannt hast, wie haben deine Verwandten, wie hat deine Familie, wie haben deine Freunde dich in dieser Zeit so erlebt? Ich habe da nicht groß drüber gesprochen. Erstens war es, man kann die ja nicht, das ist ein Interner, das kann man nicht irgendwo weitererzählen. Man hat das immer mit den Kollegen verarbeitet, wie man es halt so macht. Ne? Da sitzt man dann abends beim Bier und redet, oder nachts oder morgens beim Bier und redet alles nochmal durch. Aber was die Freunde betrifft, da hatte ich über solche Fälle nichts erzählt. Okay. Das heißt, du bist dann nach Hause gefahren und hast dann auf dem Weg nach Hause hast du abgeschaltet. Ja, genau. Ich habe das immer so gemacht, bevor ich in den Dienst gefahren bin, ich hatte einen besonderen Freund, da bin ich dann bei dem vorbei. Wir haben uns dann irgendwie hingesetzt, coole Musik gehört, geraucht und Kaffee getrunken. Und das war dann für mich so ein Abhänger, um das Ganze dann auch zu be- und verarbeiten. Dem habe ich aber auch keine Interna erzählt, sondern es ging einfach darum, kurz in die andere Welt abzutauchen. Er war oder ist kreativ, Maler und Grafiker und dann haben wir über solche Dinge geredet. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du auch tatsächlich zu dem Dienst gefahren bist und gebetet hast, Jesus, schick mich dahin, wo hier gerade was abgeht. Ich habe das am Anfang gemacht. Am Schluss hat sich die Beziehung zu Jesus sehr abgekühlt. Ständig diese Einsätze, ständig diese Gewalt, ständig dieser Zusammenhalt mit den Kollegen. Da lebt man in einer anderen Welt. Du lebst in einer anderen Welt. Du sagst, diese Beziehung zu Jesus war am Anfang da. Ja. Wie ist dir denn gekommen? Hast du irgendwie als Kind das mit der Mutter mich aufgesogen? Oder? Nö, ich war in der weiterführenden Schule, hatte einen Freund, der ist Christ. Und er hat mich eingeladen zu sich in den Jugendkreis. Und ich dachte, Jugendkreis, also was immer das auch ist. Ich habe gefragt, der sitzt beim Kreis. Ja, sitzt beim Kreis. Und was macht man? Singen und beten und Bibel lesen.
Hey Kollege, ich habe andere Interessen. Ne? Ich war jede Woche. Gute Musik? Ja, ja, eben. Ich hatte Disco, Motorradline und also Mokick und Moped und Mädels. Ne? So die 3M. Und waren dann immer unterwegs. Und das Problem war, dass ich an einem Abend Stress hatte, weil ich eine Lady angebaggert habe, die einem Rockerkönig gehörte. Und ich konnte gerade noch abhauen. Und dachte, was mache ich jetzt? Weil ich Schiss hatte, Rocker, ne? Braucht man nicht viel dazu sagen. Und bin mit meinem Moped abgehauen und ich habe nur aus Ferne gehört, wie der seine Harley anwarf. Und ich habe mich dann, weil ich mich auskannte, so durch die Straßen geschlängelt und habe gedacht, komm, jetzt gehst du dahin, wo dein Freund dich immer eingeladen hat, in diesen Jugendkreis. In den Jugendkreis. Ja, weil das war safe. Ja, safe, ja, da würde er nicht hinkommen. Safe House, genau. Moped versteckt hinten an der Hecke und dann hoch. Und dachte ich, Schande, was ist denn das für eine Gesellschaft hier? Dann haben die gesungen und dachte ich, geh jetzt wieder. Ne? Es war auch an der Zeit, weil ich dachte, jetzt suchen sie mich nicht mehr. Jetzt konnte ich wieder raus. Ja. Aber dann ging die Tür auf und dann kam eine wunderschöne Frau rein. Eine wunderschöne Frau und ich dachte, was ist denn jetzt los hier? Und mich hat es so voll erwischt. Und ich gucke sie an, sie guckt mich an und ich habe zum ersten Mal im Leben so eine Bombe bekommen. Ne, weil das hat mir früher nie was ausgemacht mit Frauen. Mhm. Aber die hat mich völlig umgehauen. Und dann blieb ich sitzen und habe das über mir ergehen lassen, diese ganze Session. Und bin tatsächlich am nächsten Wochenende wiedergekommen. Habe versucht, die Frau anzubaggern, gelang mir überhaupt nicht. Und dann habe ich mitbekommen, dass diese Frau ihre Sommerferien nutzt dafür, auf einer christlichen Freizeit mitzuarbeiten, auf zwei christlichen Freizeiten. Und ich wusste aber nicht, in welchen Freizeiten sie das macht. Sie war da noch Schülerin. Und habe ich mich einfach für drei Freizeiten angemeldet. Das heißt, du hast in dieser Zeit, du hast dich wegen dieser Frau meiner Freizeit angemeldet, wegen diesem Mädel. Frommen Freizeit. Hast quasi dort ganz, ganz viele Impulse bekommen. Hm. Und ich weiß von einer Situation, dass du an diesem Büchertisch vorbeigegangen bist und ein Buch gesehen hast. Ja. Was war das genau? Eine Bibel. Ja. Und die habe ich mitgenommen. Was hast du gedacht? Ich, wie du sagtest, ich habe Impulse bekommen. Ich habe zugehört und dachte, so falsch kann das ja gar nicht sein. Und das war eine Freizeit in den Bergen und ich habe die Berge vor mir gesehen und das Schöne und das Erhabene. Und dieser Prediger sprach auch von einem Gott, der erhaben ist und der Erschöpfer ist. Und das hat mich so geflasht und dann wollte ich die Bibel kennenlernen. Und habe sie einfach mitgenommen und habe da drin geblättert. Und habe dann ganz unspektakulär zu Jesus gesagt, du, ich will an dich glauben. Ich glaube an dich. Ich weiß, du warst in der Waschküche? Ja, genau. Das heißt, du saßest dann zwischen deiner ganzen Wäsche und hast dann einfach nur gesagt, Jesus, ich... Genau, ich habe die Bibel gelesen, die habe ich, war so eine kleine Taschenbibel, habe sie mitgenommen und habe gesagt, so, Jesus, wir beide. Und damit fing dann für dich diese Beziehung zu Jesus an? Dann fing die Beziehung mit Jesus für mich an, ja. Völlig unspektakulär. Da hat keine Musik gespielt, da hat man nicht eine Gebetsgemeinschaft gemacht, sondern ich war einfach so weit, dass ich sagte, Jesus, ich will an dich glauben. Das hat mich berührt. Mhm. Kann ich ganz schlecht beschreiben. Was ist danach passiert, nach diesem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, ich will mit dir leben? Dann bin ich zu dieser Frau, zu dieser Lady, die ja auch dabei war, und habe ihr gesagt, dass ich an Jesus glaube. Und im Übrigen würde ich jetzt gerne eine Beziehung mit ihr eingehen. Und dieses Jahr sind wir 40 Jahre verheiratet. Jetzt verstehe ich auch, warum du vorhin gesagt hast, du hattest eine Beziehung zu Jesus und bist dann in den Dienst gefahren, hast dann gebetet, schick mich da an die vorderste Front. Mhm. Du hast aber auch gesagt, dass diese Beziehung mit Jesus irgendwie wegging zum Ende der Dienstzeit hin. Ja. Was passierte dann? Das ist das, was so oft passiert, dass Jesus komplett im Alltag in den Hintergrund tritt. Dass er einfach weg ist, weil man keine Zeit mehr hat, weil man seinen Alltag regeln muss, seine Kinder, seine Familie, all das, seinen Job muss man regeln und irgendwann rutscht Jesus nach hinten immer weiter. Und an einem Abend, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich immer zu meinem Freund oder öfter zu meinem Freund gefahren bin, wir saßen da und rauchten, hörten Musik und dann sagte er zu mir, Meierhöfer, du bist ein frommer Schwätzer. Du bist ein frommer Schwätzer, von deinem ganzen Christsein ist nichts mehr da. Interessanterweise war das ein
ein Typ, der vom Glauben keine Ahnung hatte, der nicht gläubig war. Der sammelte Bibeln und die standen da rum. Und das hat mich so getroffen, dass er zu mir sagte, du bist ein frommer Schwätzer, dass ich aufstand und sagte, kann ich die Bibel haben? Er sagte, ja klar, nimm da eine mit. Und ich nahm so eine kleine grüne da mit, fuhr in Nachtdienst und habe im Nachtdienst mich in mein Zimmer eingeschlossen, habe gesagt, ich muss viel schreiben, das ist normal, und habe anstelle des Schreibens angefangen, die Bibel zu lesen, mir Gedanken zu machen, mich zu fragen, was ist passiert, dass ich so weit von Jesus abgekommen bin. Und das hat den ganzen Nachtdienst gedauert, um eine Antwort zu kriegen. Und am Ende des Nachtdienstes habe ich gesagt, Jesus, es tut mir leid, ich möchte um Vergebung bitten und ich gebe dir mein bescheuertes Leben, mein sündiges Leben hin und du kannst mit mir machen, was du willst. Als du da sitzt in dieser Nachtschicht und darüber nachdenkst, dass dein Leben ein Trümmerhaufen ist. Mein Glaube. Also der Glaube war ein Trümmerhaufen. Mein Glaube war, mein Leben war in Ordnung. Ich fuhr in Mercedes, wir hatten ein eigenes Haus. War alles cool als Schwabe und Mercedes und Haus, da bist du safe. Aber mein Glaube war ein Trümmerhaufen. Mein Glaube, ich hatte den Wunsch, dass Jesus in meinem Leben präsent ist. Aber das flachte ab. Es wurde weniger. Du bist einfach nur sonntags hingegangen und dann war es das. Nicht mal das mehr, weil durch meinen Schichtdienst war ich natürlich, hatte ich einen Sonntag im Monat, wo ich noch in den Gottesdienst gehen konnte. Und dann war es natürlich so, dann kommst du aus einer Welt, die ist spannend, die ist hart, die ist zum Teil brutal. Und dann kommst du in eine Gemeinde, in einen Gottesdienst, wo alles easy ist. Wo der Herr Jesus alles gut macht. Und ich war konfrontiert mit der Tatsache, das ist nicht alles gut, was in der Welt geschieht. Schon damals hatte ich die Frage, wie kann ich in dieser Welt mein Christsein leben? Und ich hatte keine Antwort drauf. Und habe mich natürlich in einer Umgebung, die einmal männerlastig ist, da sind dann Themen wie Frauen, Sexualität, Pornografie ist da alles dabei, Alkohol, es ist eine eingeschworene Truppe, die füreinander einsteht, da sind ständig oder oft Gefahren. Mein Kollege, ich wusste von meinem Kollegen, wenn er die und die Bewegung macht, muss ich schießen. Da lässt man sich aufeinander ein. Und aus dieser Welt herauszukommen in eine fromme, wo alles easy ist. Guten Morgen. Das heißt, du hattest dir irgendwie ein Glaubenshaus errichtet, was der dann zum Trümmerhaufen geworden ist? Nein, ich habe mir kein Glaubenshaus errichtet, sondern ich hatte den Glauben völlig aus den Augen verloren, weil er mir zu weltfremd war. Und ich wollte nicht so werden wie die anderen, die sonntags da sind und Dinge reden, sondern der Glaube, den ich sonntags sah, hat bei mir nicht funktioniert. Und ich habe mich verabschiedet. Stück für Stück, für Stück, für Stück. Immer weniger. Und an diesem Nachtdienst habe ich erkannt, dass mein Glaube nicht mehr vorhanden ist. Dass ich Jesus nicht diesen Platz einräume, den er eigentlich möchte. Im Zentrum meines Lebens, als Polizist. Und das hat mich geschockt. Ich habe mich geschämt, dass Jesus für mich nur noch eine Theorie war, eine Theorie, die ich nicht praktizieren wollte. Die Konsequenz war, dass du letztlich aufgehört hast bei der Polizei, ja. Dass du tatsächlich auf eine Bibelschule gegangen bist, ja. Um dich ausbilden zu lassen. Und nach 3 Jahren Bibelschule bist du dann wirklich tatsächlich zu einem Missionswerk gegangen, hast dort als Redaktionsleiter gearbeitet. Warst dann Redakteur, warst Filmer, warst dann erfolgreicher Radioprediger, auch Evangelist, ja, also jemand, der die Botschaft von Jesus Christus übers Radio rausbringt mit Nightlight Station und dann am Ende sogar Gesamtmissionsleiter. Wie war das für dich, dass du jetzt so komplett auf einmal für Gott unterwegs warst? Wie hat sich das angefühlt? Also am Anfang ganz fremd, weil, wie gesagt, ich kam aus einer völlig anderen Welt. Eine Welt des Abenteuers, eine Welt der Spannung und war jetzt in einer Welt, wo ich mit alten Herren zusammen war, die sagten, wie man das leben musste, wie man predigen musste, wie man sich verhalten musste. Und ich dachte, Freunde, wenn wir die Botschaft von Jesus verkündigen möchten, dann müssen wir uns an den Menschen orientieren, die uns in der Welt begegnen.
Und jetzt auf einmal sollte ich einen ganz anderen Wortschatz haben. Ich sollte ein anderes Outfit haben. Ich hatte echt Anpassungsschwierigkeiten ohne Ende. Mhm. Du bist ja tatsächlich zu einem Leiter des Gesamtmissionswerkes geworden. Ja. Aber dann auch grandios gescheitert. Ja, kann man sagen. Kann man wirklich so sagen, ja. Weißt du, woran du gescheitert bist? Ja, und das meine ich jetzt nicht negativ für die Menschen, die mir dann sagten, lass es, sondern ich hatte immer, immer, immer die Menschen im Blick und auch heute noch, die Jesus nicht kennen. Und ich bemühe mich, diese Menschen zu erreichen mit meiner Stimme und mit meinem Schreiben. Und ich habe Radiosendungen gemacht und habe die abgeholt. Das waren Sendungen, die gingen über RTL raus und habe Musik gespielt, die die Leute kennen. Und das war dann schließlich der Punkt, wo die Leute gesagt haben, aus dem Vorstand, man darf solche Musik nicht spielen, sondern nur geistliche Lieder. Und dann war es vorbei. Ja. Dann war es weg. Du hast dann wieder eine neue Arbeit begonnen, nämlich Livehouse. Genau. Die sich auch zum Ziel gemacht hat, mit Medien Menschen zu erreichen. Also Podcast und Blog und Social Media. Also ich war. Du warst wieder voll Power unterwegs. Ja, genau. Voller Energie. War das auch der Tommy, der genau das tun wollte, immer sein Leben lang auf diese Art und Weise so zu arbeiten? Markus, ja, schon. Aber wenn man zweigleisig unterwegs ist, auch in den frommen Bereichen, dann bist du irgendwann an dem Moment, wo du auch eingeladen wirst, um zu predigen, Evangelisationen zu halten, wo du bekannter wirst. Und ich war dann am Schluss sehr bekannt und wurde zu vielen Evangelisationen eingeladen, habe auch festgestellt, da sitzen gar nicht die Leute, die das Evangelium nicht kennen. Also das ist gar nicht das Eigentliche, was du tun wolltest? Genau, das war nicht das Eigentliche, mit dem ich gestartet bin, nicht das Eigentliche, was ich tun wollte. Und ich hab mich einfach dem Betrieb hingegeben. Ich habe gesagt, okay, ich mache mit, ich lasse mich einladen. Es ist ja auch irgendwo einfach, diesen Weg zu gehen. Und doch habe ich gemerkt, es ist ja gar nicht der Tommy Meierhöfer, mit dem ich gestartet, mit dem Auftrag, mit dem ich losgelaufen bin. Ich bin ja was ganz anderes unterwegs als Preacher, als Evangelist, der auf Kanzeln steht. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen keine Kanzeln, wir können hier einen Blog schreiben oder YouTube. Und das war die Diskrepanz. Ist es richtig, was ich mache, oder mache ich was Falsches, weil Jesus mir ja einen anderen Auftrag gegeben hat? Das war für mich so eine Spannung, immer mehr Einladungen zu bekommen, natürlich auch die Feedback und Rückmeldungen zu kriegen und zu merken, ich verlaufe mich. Ich bin gar nicht mehr ich selber. Und ich habe festgestellt, ich mache eigentlich eine Arbeit, für die ich nicht geschaffen bin. Ich bin nicht derjenige, der vorne auf der Kanzel steht. Und diesen Druck auszuhalten, zu erleben, weil die Menschen, mit denen ich zusammen war, die sagten zu mir, du musst predigen, du musst predigen, du musst predigen. Und ich selber dachte, wenn ich noch mehr predige, das schaffe ich nicht mehr. Das packe ich nicht, das bin nicht ich. Auch körperlich nicht. Körperlich, genau. Und dann ist auf einmal so, dass das Licht in mir ausging. Das wäre jetzt das Gleiche, wenn man im Studio hier das Licht ausmacht und war alles Nacht. Und das kam so schleichend, das habe ich gar nicht bemerkt. Auf einmal war alles Nacht und es ging nichts mehr. Ich musste alles absagen, ich musste zum Arzt. Der sagte, Junge, Sie haben schwerste Depressionen. Und ich habe mich dann hingelegt, ich konnte nicht mehr reden, ich konnte nicht mehr reagieren und ich lag nur noch im Bett. Wo war Gott? Gott war bei mir. Kannst du mir beschreiben, wie das war? Ich meine, der Tag beginnt, die Sonne geht auf und du bist zu Hause. Der Tag beginnt, das war, der Tag endete nicht. Sondern das waren 24 Stunden, in denen ich dahin vegetierte und Jesus bei mir war. Und sagte, es ist alles okay, lass es zu. Er hat tatsächlich gesagt, es ist okay? Es ist okay, ja. Und ich habe dann die ärztlichen Dinge abgehakt, die es abzuhaken gilt. Medikamente, Psychotherapie. Psychiater, alles gemacht. Ein Jahr lang? 7 Jahre.
7 Jahren. Wie bist du aus der Depression rausgekommen? Nach 3-4 Jahren stand ich am Tisch und hatte ein Fotoapparat in der Hand und sagte, du Schatz, ich glaube, das muss irgendwo noch ein Objektiv sein oder sowas. Wo finde ich denn das? Da kann man die und die Einstellung machen. Und die guckt mich an, meine Frau, und schreit fast vor Freude, weil das eine erste Reaktion meinerseits war auf mein Umfeld, auf mein Umwelt. Ich hatte ein Foto in der Hand. Eine Kamera, ein Fotoapparat. Und stellte an dem die Blende ein und die ISO-Zahl und so weiter. Und es war viel, viel mehr als nur auf dem Sofa zu sitzen oder nur im Bett zu liegen. Es war zum ersten Mal wieder Interesse. Ich habe das gar nicht bemerkt. Und darüber habe ich auch mit meinem Psycho gesprochen. Und er sagte, Meyerhöfer, da kommen Sie raus jetzt. Das sind Sie, Fotoapparat, Medien. Merken Sie das? Und darüber sprachen wir dann. Und irgendwann kam der Moment, wo er zu mir sagte, ich will, dass Sie nicht mehr das tun, was andere sagen. Sprich die Herren, die man seinerzeit, die einem sagten, wie zu predigen war, wie man anzuziehen, wie man reden sollte, was man anzuziehen hat, sondern ich will, dass Sie selbst sind. Ich will, dass Sie nackt durch Ihren Ort laufen, im sprichwörtlichen Sinne, dass Sie nackt durch diesen Ort laufen und es interessiert Sie überhaupt nicht, was die anderen sagen. Hast du das gemacht? Nach sieben Jahren nackt durch den Ort gelaufen? Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe mir es tatsächlich, wir machen uns heute noch einen Spaß, meine Frau und ich, dass sie sagt, oh, ich muss ja noch nackt durch Neustadt. Nein, aber unsere Minea, unsere Enkelin hatte Geburtstag, die wurde dann, oder war Geburtstagsfeier und sie war 3. Und die kommt zu mir und sagt, Opa, ich will, dass du mit mir Ballett tanzt. Sie hat so ein Tütü an, ne? Und ich sagte, Schatz, ich tanze mit dir nicht. Du warst noch in der Depression, ich meine. Ja, klar, ich war voll in der Depression oder es ging da schon ein bisschen besser. Und da fiel mir dieses Statement vom Psych wieder ein, der sagte, ich will, dass Sie nackt durch Bergen-Alstadt rennen. Und dachte, naja, nackt durch Bergen-Alstadt ist das eine. Da waren ja 30, 40 Leute da. Ich tanze jetzt mit dir halt ein Balletttänzchen da. Ne? Und dann hat sie den, dann ist sie vor die ganze Mannschaft gestanden und hat gesagt, Opa und ich tanzen euch jetzt was vor. Meine Frau dachte, das darf nicht wahr sein. Nachher kackt er wieder ab und ich muss wieder alles ausbaden. Und auch meine Tochter kam und sagte, mach's nicht, Papa, mach's nicht. Ich sage, jetzt lass mich mal. Und dann sind wir zwei, Minea und ich, haben uns 3,5 Minuten vor der versammelten Mannschaft einen Balletttanz praktiziert, gegeben und wurden dann bejubelt. Und ich dachte, ist nicht wahr. Es scheint besser zu werden. Warst du wieder zurück im Leben? Da noch nicht, aber es wurde immer besser. Das war für mich schon irgendwo ein Highlight, muss ich sagen. Und ich habe da auch mit dem Psych drüber geredet, der hatte ja fast Tränen in den Augen und sagte, ja gut, alles klar, aber nackt, das kommt auch noch mal. Und das war so ein, wie so ein Start zurück, ganz vorsichtig, ganz langsam. Und das war für mich, aber waren es zwei Sachen. Einmal das Kreative, leben dürfen, dass Gott mir sagt, du musst nicht auf die Kanzel. Ich habe mit dir einen Plan. Du hast Radio gemacht, du warst unterwegs und so weiter. Das war doch alles deins. Und das wurde mir klar. Und das war wie so, als ob Gott so liebevoll sagt, Junge, mach doch das, zu dem ich dich befähigt habe. Mach das Eigentliche. Mach das Eigentliche. Kannst du das ausdrücken, was das Eigentliche für dich ist? Ja, das kann ich, nachdem ich diese Frage lange bewegt habe. Ich sagte, Jesus, was ist das Eigentliche für mich? Ich weiß es nicht. Und ich fuhr mit dem Auto und hockte in dem VW-Bus drin und fahre und überlege und mache. Und auf einmal sagt eine laute Stimme zu mir von hinten, da guckst du natürlich gleich in den Rückspiegel und denkst, was ist denn hier los? Ich möchte, dass du Schriftsteller bist, ich möchte, dass du filmst, fotografierst und ein bisschen malst. Ich durfte schon öfters Gottes Stimme hören, nicht oft, in mehreren Jahrzehnten, vielleicht 5, 6 Mal, aber es ist immer dieselbe Stimme und ich wusste genau, das ist Gott, der mir das sagt. Und es war für mich eine riesengroße Befreiung, nicht mehr das zu tun, was andere erwarten, nämlich predigen, Referate halten, Freizeiten und, sondern da kommt der lebendige Gott und sagt, du, ich möchte, dass du schreibst, ich möchte, dass du filmst und fotografierst und ein bisschen malst. Wer ist dieser Gott, wenn du an ihn denkst?
Gott ist für mich ein grandioser Vater, der um meine Kräfte weiß, der mich liebt. Das ist für mich ein so großes Geschenk, diesen Gott als Vater zu haben. Andere Worte finde ich nicht, als nur Danke, lieber Vater, zu sagen und ihn zu bitten, zeig mir, was du tun sollst, was ich tun soll. Zeig mir, was das Nächste ist. Zeig mir, wo du mich haben möchtest. Das ist mein Anliegen, jeden Tag aufs Neue. Weil die Zeit der Dunkelheit, die möchte ich nie mehr haben. Natürlich hat man so im Hinterkopf, hoffentlich passiert das nicht nochmal, weil das Krankheitsbild der Depression ist so, dass es immer mal wieder kommen kann. Aber mich darauf zu verlassen, dass Gott, der mich durch diese dunklen 7 Jahre getragen hat, dass er auch meine Zukunft im Blick hat und mich mit meinen Fähigkeiten gebrauchen will. Das ist unglaublich, Markus, das ist der Hammer. Zu sagen, Gott gebraucht mich, ja, wer bin ich denn? Was ist denn jetzt aus deinem Glauben an sich geworden? Du hast ja gesagt, Sonntagschristen oder Sonntagsglauben und das warst du nicht mehr. Wie bringst du das dann zusammen, wenn du das weißt von dir und dann diesen Alltag als Christ so siehst? Wie bringst du das zusammen? Ich muss nichts mehr zusammenbringen, Markus. Es ist eins. Ich bin Tommy Meierhöfer, der das Haus verlässt und mit seinem Nachbarn redet. Und wenn es passt, dann spreche ich über Jesus. Oder ich sage, du, ich bete für dich. Einer erzählte mir, dass seine Frau schwer krank ist. Dann sage ich, du, ich bete für dich. Du weißt ja, dass ich Christ bin. Ja, ist gut, mach mal. Ich schreibe Bücher über meinen Glauben. Ich mache Fernsehsendungen mit Menschen, also, die ihre Geschichte erzählen. Ich bin ich. Kleiner. Bist du ein gebrochener Tommy oder wer bist du jetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht gebrochen. Ich bin überhaupt nicht gebrochen. Ich bin ein Kind Gottes, dankbar, voller Glück und Zufriedenheit. Ich habe Gott nie Vorwürfe gemacht in den 7 Jahren. Nie, gar nie. Das hört sich komisch an, ich weiß, aber er war einfach da. Und wenn jemand da ist, wenn ich bei dir sitze, dann spürst du die Nähe und die Liebe und die Fürsorge. Und die Zeit bei der Polizei, die war der Hammer. Ich bin immer noch im Herzen ein Schwabe und ein Polizist, immer. Aber das, was ich erlebt habe mit Gott, ist weitaus größer, spannender, dramatischer und besser. Kann ich wirklich sagen. Danke dir, Tommy. Gerne. Für deine Ehrlichkeit heute. Schön, dass du heute bei mir warst. Sehr gerne. Tommy hat unvorstellbare Höhen und Tiefen erlebt. Er weiß, wer er ist und was sein Auftrag ist und wofür Gott verantwortlich ist. Das Leben mit Gott passt tatsächlich in kein Schema und es sprengt alle Vorstellungen. Es geht weder ums Funktionieren noch darum, sich zu verbiegen. Wenn du herausfinden willst, was Gott mit dir vorhat, dann sprich mit ihm. Sag ihm, was dich bewegt und sei gespannt, was er dir zu sagen hat. Bis dahin.